Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Auf der Zielgerade nach Level 36. Wobei ich nicht glaube, dass die Strecke lang genug ist. Es sind ja bloß 1000 Meilen. Aber ich sag mal so, die Mission noch und dann noch eine kleine oder so und dann haben wir Level 36. Locker in the Tech. Dynamit. Ja, witzig, ne? In den USA hast du im Late Game, wenn du halt ne, nach Preis, also nach Gewinn pro Strecke gehst, hast du bei ATS fast nur noch Dynamit und bei ETS fast nur noch medizinische Geräte. Go straight on. Auch schon wieder 30. Komm, reicht mal ungefähr 70, um 30. Da fahr ich ja lieber durchgehend 55. Als immer für 3 Meter 70 fahren zu dürfen. Aua. Hat der gerade gar keinen Pfosten gesehen gehabt? Was? Schon wieder die Reifen kaputt? Obwohl ich stand bei so vielen Strecken. Oh ja. Jetzt so viele Meilen, wie wir gefahren sind. Ich meine, wir haben gerade eine 2000er Strecke hinter uns. Ja, kann schon sein. Nur ein bisschen verwirrt, dass es dort halt überhaupt nicht angezeigt wird, ne? Jetzt weißt du, dass es 3 und 2% dort angezeigt werden, aber expensive vehicle wear. Go and fuck yourself. Oh, so eine schöne alte Brücke.
Darf ich jetzt gerade lang fahren? Einfach so. Sehr lieb. Weißt du, so ist das richtige Verhalten. Gut. War vielleicht ein bisschen dumm, dass er erst gebremst hat und dann auf die linke Spur auszuweichen. Statt gleich auf die linke Spur auszuweichen, hätte er nicht bremsen müssen, so. Aber. Weil die Sache ist halt, es ist dann halt im Rückspiegel für den LKW-Fahrer schwer auf die Schnelle zu erblicken, ob ein Auto bremst oder nicht. Ja, das heißt, wenn das Auto auf seiner Spur bleibt und langsamer wird, musst du halt wirklich längere Zeit auf den Rückspiegel gucken, weil du musst die Geschwindigkeit über Zeit erfassen, um zu merken, dass das Auto langsamer wird und sich deine Geschwindigkeit anpasst, sodass du quasi vor ihm auf die Spur ziehen kannst. Deswegen wäre es natürlich günstiger, als das Auto einfach die Spur weiterfährt. Weil das ist für dich als LKW-Fahrer sofort erkennbar im Rückspiegel, sogar aus dem Augenwinkel, wenn du geübt bist. Und vor allem ist es auch für das Auto sicherer, weil das Auto damit wirklich komplett aus der Gefahrenzone ist.
Hallo, ich überholen möchte, beschleunigen Sie wieder die Arschgang. Hören wir das Gleiche. Oh, kommt Gefälle. Ja, also nochmal zweimal schlafen gehen wird echt knapp. Naja. Ja, ich meine nicht, dass wir es müssen. Ich meine, wir haben noch 8 Stunden. Das heißt, ja. Wir können locker um 20 Uhr ins Bett gehen. Und damit reicht einmal schlafen vollkommen aus. Easy. Wir haben alle Zeit der Welt. Weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Nein, nee, irgendwie haben 7 Stunden, genau. Das heißt, wenn es jetzt 3 ist, ja. Bis 10 können wir definitiv machen. Und 10 ist definitiv dunkel. Das heißt, wie gesagt, wir können schlafen gehen, was wir wollen, sobald es dunkel geworden ist. Easy.
Jüten, bei den schönen Klängen von Suburban, gut, jetzt enden, verabschiede ich mich dann mal für diese Folge und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, denn dann wieder. Bis dann.